Heute geht es um ein super spannendes Thema, und zwar um Psoriasis und die Psoriasis-Arthritis. Im Prinzip spielt auch die rheumatoide Arthritis eine große Rolle. Darüber habe ich aber schon ein Video gemacht. Das kannst du dir auf unserem Kanal auch ansehen. Mein Name ist Karl Hartner, ich bin Arzt, niedergelassen in eigener Praxis und behandle in erster Linie ganzheitlich und ursächlich. Ich suche nach den Ursachen der Erkrankungen. Ich gehe heute auf die schulmedizinische Diagnostik und Therapiemöglichkeiten der Psoriasis und Psoriasis-Arthritis ein und auch auf die wahren Ursachen der Psoriasis und die Therapiemöglichkeiten, die es dann in der weiterführenden Therapie auch noch gibt. Ich übernehme keine Haftung, keine Verantwortung für die Inhalte dieser Videos, denn es muss immer zum Arzt oder Heilpraktiker gegangen werden, wenn jemand hier bitte Symptome oder eine Erkrankung hat. Alles dieses beispielhaft erklärt. Also, bleibt dran, es wird spannend, weil ich sage jetzt Dinge, die jetzt nicht so der schulmedizinischen Meinung entsprechen. Gut, aber erstmal fangen wir mit der Schulmedizin an. Also, wenn jemand eine Psoriasis hat, das sieht man ganz leicht auf der Haut, das ist nämlich so eine Schuppenflechte, die kann schuppen, die kann weiß aussehen, schuppig, flechtig sein, die kann auch jucken und bluten etc., meistens so krustig, ne? Häufig an den Ellenbogen oder Knie, Kehlen hier, aber auch selbstverständlich am gesamten Körper. Ich sehe das häufig im Sommer, wenn die Leute in kurzen Hosen und kurzärmelig herumlaufen, dass die eine Schuppenflechte haben, und es haben erstaunlich viele Menschen. In der Schulmedizin wird Folgendes gemacht. Da wird eine körperliche Diagnostik gemacht, also sprich, der Arzt schaut den Patienten an und sagt, okay, da ist eine Schuppenflechte hier und hier. Dann rechnet er vielleicht noch aus, wie viel Prozent vom gesamten Körper, von der gesamten Körperhaut ist betroffen. Wenn es unter 10% wäre, spricht man von einer leichten Psoriasis, über 10% und mehr von einer schweren oder mittelschweren bis schweren Psoriasis. Da sagt man auch BSA dazu. Das ist der Body Surface. Die Body Surface Area. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Okay, BSA. Das ist also die Antlitz-Diagnostik, so wird das normalerweise beim normalen Schulmediziner gemacht. Dann gibt es noch Laborwerte, die auch noch gemacht werden, und die habe ich mal leitliniengetreu aufgeschrieben hier und lese die mal vor. Das wäre ein kleines Blutbild, kein großes, nur ein kleines. Das ist dann nur Hämatokrit, Hämoglobin und die weiteren roten Blutkörperchen-Geschichten, Thrombozyten, Leukozyten, ja, ich glaube, die können gar nichts tun, Lymphozyten, glaube ich. Also sehr wenig wird da gemacht. Dann noch der nüchterne Blutzucker und eben natürlich, und das ist die Hauptsache, die Rheuma-Faktoren, sagt man da in der Überschrift. Und zwar, da nimmt man quasi eine Rheuma-Diagnostik dazu, ne? Weil man sagt, das ist eine Psoriasis, Arthritis gehört zum rheumatoiden Formenkreis. Ja, was wird nun da genommen? Der CRP-Wert, das C-reaktive Protein, und die Blutsenkungsgeschwindigkeit, die BSG, die wird aber nur noch ganz selten genommen, leider. Ich finde die sehr, sehr wichtig. Die muss man halt in der Praxis selbst machen, der jeweilige Arzt oder Therapeut. Dann die Rheumafaktoren, RF sagt man da dazu, und dann steht in den Leitlinien noch drin, die CCP-Antikörper, also die zyklische Citrullin-Peptid-Antikörper. Es gibt noch weitere. Also in unserer Rheuma-Diagnostik sind noch weitere Werte angegeben. Wir haben da so ein Profil in unserem Labor, aber so wird das eben nun mal gemacht. Dann wird da geguckt, sind da irgendwelche Antikörper da, die scheinbar gegen körpereigenes Gewebe reagieren sollen. Und wenn ja, sagt dann der Arzt oder die Medizin, ja, das sind Antikörper, die reagieren gegen das körpereigene Gewebe. Bei der Psoriasis, Arthritis ist es ein bisschen schwieriger, weil da ist es ja auf der Haut. Ja, und da gibt es ja gar nicht so die richtigen tollen Antikörper, die ist da so, ne? Aber dann sagt man, gut, wenn da welche erhöht sind, dann hat der Patient ein Rheuma. Es gibt ganz viele verschiedene Rheuma-Arten. Da darf ich gleich noch dazu sagen, es gibt ganz häufig die Diagnose seronegatives Rheuma. Das heißt, man findet hier keine Rheuma-Faktoren, also diese Namen, die ich gerade genannt habe, diese Antikörper, die gegen das eigene Körpergewebe reagieren sollen. Und dann sagt man, gut, da ist jetzt nichts im Blut, ja, da sind aber Entzündungsfaktoren sind da, ja gut, ja, eine Entzündung, und die Symptome stimmen, ne? Da hat er halt überall so Psoriasis-Herde. Ja gut, er hat eine Psoriasis jetzt. Ja gut, ist auch okay, das passt. Und beim Rheuma dasselbe, also beim Gelenkrheuma. Ja, keine Werte da. Und gut, der Patient hat jetzt die Schmerzen hier und da und dort. Rheuma, seronegatives Rheuma. Und es stimmt dann auch. Der Patient hat dann Rheuma. Aber wo sind denn die Ursachen dann? Weil es wird eigentlich so gesagt in der medizinischen Gemeinschaft, dass bei Rheuma sind Antikörper da. Der Körper greift seinen eigenen Körper, das Immunsystem greift seinen eigenen Körper an mit Antikörpern. Wird eigentlich gesagt, aber man findet dann häufig auch keine. Da wird natürlich fieberhaft nach neuen Antikörpern gesucht und gemacht und getan. Okay, ja, gut, sei es drum. Ich mache mal weiter. In der leitliniengetreuen Diagnostik, sage ich mal so ganz salopp, ja, wird auch HIV getestet in Bezug zur Psoriasis, HIV. Und es wird noch so ein sogenannter Interferon-Gamma-Release-Assay gemacht. Das ist ein Tuberkulose-Screening unter Therapie mit Biologika. Biologicals, Biologika. Da komme ich jetzt gleich noch darauf zu sprechen, was das ist. Da werden einfach unter dieser Therapie mit Biologikas, ne, das ist dann die systemische Therapie, ich erkläre es gleich noch, werden einfach die Lymphozyten getestet, besser gesagt das Interferon Gamma wird getestet, da die Lymphozyten unter der Therapie dann dieser selektiven Antikörpertherapie Interferon Gamma ausschütten. So geht's. Und dann wirkt die Therapie, sagen die dann. Eigentlich ist ein TBC-Test. Na, egal. Okay, das wird halt nur mal gemacht. Aber ist ja okay. Nur die Ursachen wurden hier nicht erkannt. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Sondern nur Entzündungen im Körper. Und eine Entzündung ist da, ist ja klar. Natürlich ist es eine proentzündliche Erkrankung. Die in der schulmedizinischen Therapie wird dann gemacht, zum Beispiel Cremes werden genommen oder Salben oder Lotions, um das zu beruhigen, ne, und dann vielleicht auch die trockene Haut wieder ein bisschen zu rehydrieren. Ist unter anderem natürlich auch mit Cortison zusetzen, dass die Entzündung runtergeht auf der Haut. Das wirkt dann auch ganz gut. Phototherapie wird gemacht. Das ist ein künstliches UV-Licht. Das gibt es schon lange bei den Hautärzten. Ich habe mal lange Zeit eine Hautarztpraxis vertreten im Notdienst, im ärztlichen Notdienst im Schwarzwald. Und der hat halt eine Hautarztpraxis gehabt, hat auch Notdienste machen müssen. An Wochenenden, aber er hat gesagt, ich kann das nicht, ich bin Hautarzt, das will ich nicht, und dann habe ich das für ihn übernommen und er hat solche Geräte rumstehen gehabt. Danach die ganzen Cremes und Lotions hat er herumstehen gehabt. Ja, ist schon eine Weile her. Gut, ich weiß, und da habe ich mich über das künstliche UV-Licht, das war so ein ganzes Ding, haben wir als ganz reinstehen können. Wenn ich kurz Zeit habe, habe ich mich da reingestellt. Da bin ich auch ein bisschen braun geworden, im Prinzip war es ein Solarium. Okay, also dann gibt es natürlich, jetzt aufpassen bitte, jetzt komme ich wieder zum Thema. Systemische Behandlung mit Immunsuppressiva, das wird natürlich als erstes und auch so gut wie immer gemacht. Und zwar zum Beispiel mit Cortison oder MTX, also Methotrexat. Das sind so, das drückt das Immunsystem nach unten, das drückt die Entzündung durch eine, ja, wie soll ich sagen, das Immunsystem wird einfach eingeschränkt, es wird ein bisschen runtergedrückt, ja. Ja, oder MTX, habe ich mal gehört, ein Flächenbombardement aufs Immunsystem. Mosch, das ganze Immunsystem wird mal kurz platt gemacht. Ja klar, dann geht auch die Entzündung weg und dann wird die Psoriasis besser. Oder die Rheumatoide Arthritis. Wie gesagt, jetzt kann man es wirklich auf beides so münzen. Gell? Oder deswegen, es werden neuerdings nach einigen Jahren sogenannte Biologika gegeben oder Biologicals. Das hört sich ganz toll an, weil es so biologisch sich anhört. Was ist denn das? Das sind spezifische oder selektive Antikörper, die gespritzt werden gegen, oder vielleicht auch als Medikament oral gegeben werden, gegen Oberflächenrezeptoren, Zytokine und weitere Entzündungsfaktoren. Spezifische, also sprich gegen bestimmte Interleukine, Zytokine, Oberflächenrezeptoren, ja, Entzündungsfaktoren, dann werden die gedrückt. Also es ist auch ein Immunsuppressivum oder es sind Immunsuppressiva, die selektiv das Immunsystem herunterdrücken. Also einzelne Faktoren. Eigentlich eine ganz tolle Sache, muss ich sagen. Also schon toll, was die da machen. Aber die Ursachen werden hier nicht bekämpft. Ja, also es wird bei Psoriasis, bleiben wir beim Thema, zum Beispiel gegeben, schon lang, ich lese mal die Namen vor, Infliximab, immer das MAB ist innen dran, also Martha, Anton, Bertha, Infliximab oder Adalimumab, das sind zum Beispiel selektive Antikörper gegen den Tumornekrose-Faktor Alpha. Weil Tumornekrose-Faktor Alpha ist bei Psoriasis-Patienten häufig erhöht. Und dann wird er selektiv runtergedrückt, also gehemmt, und dann geht es denen erstmal besser. Ja, das sagen meine Patienten mir auch. Mir ging es dann erstmal besser, sagen die meistens. Und dann aber eine Langzeittherapie, da die Ursachen ja überhaupt nicht erkannt werden. Überhaupt nicht, das ist meine Meinung, also es hier, gell, das ist, ich übernehme keine Haftung für diese Videos, das ist meine Meinung, nicht erkannt wurden. Ist das natürlich auch nur, wie zum Beispiel auch ein Cortison, nur eine Akuttherapie als Übergang, dass den Leuten mal kurzzeitig besser geht. Und da muss man aber an die Ursachen rangehen. Oder Secukinumab, schwierig auszusprechen, oder Ixekinumab, das sind selektive Interleukin 17a Antikörper, oder Guselkumab, selektiv gegen Interleukin 23. Ich habe da erst Grusel gelesen. Okay, Spaß beiseite. Also, das sind halt auch Immunsuppressiva, die werden hier gegeben und das wird es immer mehr in der Medizin eingesetzt, diese Biologikas, auch in der Krebstherapie und so weiter. Und weil das, ja, weil sie da einfach so genau jetzt das Immunsystem blockieren können, gezielt. Ja? Den einen Knopf, den man drücken möchte. So. Das war die Schulmedizin. Jetzt kommen wir hier nochmal kurz zu den wahren Ursachen von dem Ganzen. Also das sind in erster Linie Herpesviren und in allererster Linie ist es bei Rheuma und Psoriasis der Epstein-Barr-Virus, ganz einfach. So, und jetzt, ja, woher weiß der denn das? Ja, kann er das denn beweisen? Ja, die Schulmedizin sagt aber etwas anderes. Gibt es da Studien? Okay, jetzt möchte ich mal Folgendes dazu sagen. Wenn ich jetzt gucke, ob ein Epstein-Barr-Virus bei diesen Patienten da ist und wenn der da ist und ich diesen dann behandle und den Leuten geht es deutlich besser, dann habe ich ja nichts falsch gemacht. Und ich sage ja zu den Patienten auch nicht, oh, jetzt lassen Sie mal Ihre MAPs, ich sage immer MAPs dazu, also diese Biologicals, lassen Sie die mal weg. Ich sage immer, können Sie die weiternehmen. Dann können Sie mit Ihrem Therapeuten, also mit Ihrem Rheumaarzt das besprechen. Und wenn es Ihnen besser geht, können Sie es ja auch mal weglassen. Das mache ich natürlich mit dem Facharzt zusammen. Ganz so, wie man es auch macht. Ne? Und ich muss sagen, ich habe auch schon Rheumatologen kennengelernt. Die haben gesagt, super, klasse, funktioniert, danke. Cool. Sind wir von dem Mittel weg. Und andere sagen natürlich, ja, geht gar nicht, geht gar nicht. Wir müssen diese Medikamente ein Leben lang geben. Und dann wird halt ein Leben lang das Immunsystem bumm. Je nachdem, was man gibt. Entweder das gesamte Immunsystem, wasch, oder halt nur einzeln. Gell? Also, das ist meine Art und Weise, wie ich es behandle, und auch viele meiner lieben Kollegen und geschätzten Kollegen, die es auch so machen. Herpesviren, Dann guckt man als allererstes mal nach Herpesviren. Ich habe viele Patienten, die zum Beispiel Rheuma oder auch Psoriasis bekommen haben, da frage ich, was war denn vorher da? Ja, da war eine Epstein-Barr-Virus-Erkrankung, also ein pfeifersches Drüsenfieber oder eine wahnsinnig starke Grippe, sagen sie. Ja, dann war es das wahrscheinlich, der Epstein-Barr, hat man nur nicht herausdiagnostiziert. Es kann aber auch eine Influenza gewesen sein, die das dann, den Epstein-Barr nochmal so reaktiviert hat, dass der dann zugeschlagen hat. Ich erkläre gleich noch, wie der zuschlägt. Oder Covid, natürlich jetzt in diesen Zeiten. Wasch, Long-Covid, Epstein-Barr, Reaktivierung und zack ist es da. Oder es kommt wieder, die Psoriasis oder das Rheuma. Und warum jetzt Psoriasis? Weil diese Epstein-Barr-Viren sogenannte Dermatoxine, also Hauttoxine, ausschütten, ganz salopp gesagt. Und die wirken halt dann da unter der Haut, im Hautbereich. Und da gibt es halt diese Schäden der Haut, diese Symptome. So ähnlich ist es auch bei der Neurodermitis. Gut, ich habe hier noch Toxine und Schwermetalle dazu geschrieben. Bitte aufpassen. Toxine, nochmal ganz kurz, bevor ich es vergesse. Okay? Also zu dieser Diagnostik, die ich vorhin gezeigt habe, die Schulmedizin macht, die machen wir natürlich auch. Natürlich machen wir auch diese Diagnostik. Die kostet nicht viel, die schulmedizinische Labordiagnostik und natürlich auch die körperliche Diagnostik, selbstverständlich. Aber wir machen halt noch eine weiterführende Diagnostik. Wir schauen uns die Viren an, nicht nur den Epstein-Barr-Virus, auch weitere Herpesviren, Coronaviren, was es da halt so an Diagnosemöglichkeiten gibt und so weiter. Und wir schauen uns natürlich auch das Immunsystem selbst nochmals an. Insbesondere, wenn die Leute Biologicals nehmen, schaue ich mir das Immunsystem an, wie gut es noch funktioniert, dass wir müssen das ja, wenn es dann abgesetzt ist, wieder stabilisieren. Weil die Biologicals haben ja auch Nebenwirkungen und Cortison und Konsorten. Und wir testen natürlich auch die Entzündungsfaktoren. Ich sage ja immer, erst kommt die Entzündung. Und die Entzündung ist, das ist alles immer eine Entzündung, ja? Das sind Entzündungsfaktoren. Die testen wir aber auf einer weiteren Ebene, nicht nur CRP und BSG, sondern die ganzen Oxidationswerte, die es da so gibt und so weiter. Und natürlich die Anti-Entzündungswerte im Körper. Haben die noch genügend anti-entzündliche Kapazitäten, ja? Die Patienten? Seien es Enzyme oder seien es Vitamine oder weiß Gott was. Da gibt es ja genügend, ja? Oder der Darm. Ja? Und dann gucken wir auch nach den Toxinen und Schwermetallen, das ist das Gleiche, ja? Toxine sind alle Toxine, Schwermetalle sind die Schwermetalle. Und das Interessante ist eben, dass Epstein-Barr-Viren, das beobachten wir schon lange. Wenn ich von wir spreche, rede ich von mir, meinen geschätzten Kollegen und auch meinen Dozenten, von denen ich das auch zum Teil habe lernen dürfen in den vielen Jahren, dass gerade, wenn hohe toxische Belastungen da sind, eben auch diese Herpes-Geschichten hochgehen. Und jetzt haben wir die Situation mit Long-Covid, dass unter Long-Covid eben diese Geschichten hier hochgehen oder unter Medikamentengabe diese Geschichten hier hochgehen. Toxine, das können jetzt sein Pestizide, Herbizide, Fungizide etc. Und Schwermetalle können zum Beispiel sein Quecksilber insbesondere, aber auch Blei und so weiter. Kupfer gehört, glaube ich, auch zu den Schwermetallen. Bitte mich hier nicht hier. Aluminium gehört zu den Leichtmetallen. Aber eben diese ganzen giftigen Metalle. Klar, wir brauchen auch ein bisschen Kupfer im Körper, aber es gibt auch schädliches Kupfer. Zum Beispiel das Kupfer, das in alten Leitungen drin ist. Und es mögen diese Psoriasis, Dermatoxin bildenden Epstein-Barr-Viren besonders, das Kupfer. Aus alten Leitungen, aber jetzt hört zu, auch das Kupfer, das in Herbiziden, Pestiziden, Fungiziden drin ist, da ist überall Kupfer drin. Und wenn du sagst, okay, ich kaufe mir jetzt, weil ich ja keine Herbizide und Pestizide haben möchte und den Glyphosat und der ganze Scheiß, kaufe ich mir jetzt Bio-Obst, wo irgendein Bioname draufsteht. Ich nenne hier keine Namen. Oder auf dem Markt Bio-Obst. Jetzt hör mal genau zu, ich habe Bio-Obstbauern als Patienten schon seit vielen Jahren. Und ich habe auch normale Bauern als Patienten, die normales, also herkömmlich, kommerziell anbauen. Die einen sagen, ja klar, wir spritzen Herbizide, Pestizide. Und die anderen sagen, die Bio-Bauern, ja klar, wir spritzen. aber eben nur das, was wir dürfen. Und was dürfen die? Kupfer. Die spritzen mit Kupfer. Und die spritzen, das habe ich mal nachgelesen im Internet, steht im Internet jetzt, also 6 Kilogramm pro Hektar pro Jahr im Obstbau, im Obstanbau. 6 Kilogramm Kupfer pro Hektar pro Jahr. Das ist eine ganze Menge. Und dann essen wir das Kupfer mit auf dem Bioobst. Also das ist wieder pro Epstein-Barr. Nur mal so als Info. Oder auch Quecksilber und so weiter. Hm? Ja. Und was ist jetzt das Rätselslösung in der Therapie? Die Ernährung als allererstes. Da würde ich mal auf Eier, Gluten und Milch verzichten und bestimmte Fleischsorten, wie zum Beispiel Schweinefleisch. Es fängt der schon wieder an mit den Eiern. Ich habe doch meine Hühner hinterm Haus oder ich kaufe doch meine Eier vom Biobauern. Ja, das ist doch super, ist doch klasse, ist doch cool. Aber A, ist in den Eiern trotzdem das Eiweiß drin. Und das Eiweiß, das mögen einfach Herpesviren. Die mögen das einfach. Das ist quasi Nahrung für die, genauso wie Milch und Gluteneiweiß. Und in Eiern und in der Milch sind zusätzlich noch sehr viele Hormone drin. Und auch in den Bio-Eiern sind sehr viel Östrogene drin. Und das ist einfach nicht gut für uns. Und wenn man halt betroffen ist von dem, ich rede jetzt ja in der Therapie für die Psoriasis, Arthritis, dann sollte man tunlichst mal in der Heilungsphase wenigstens auf diese 3 Dinge verzichten, Eier, Gluten und Milch. Und danach kann man es ja wieder essen. Es ist ja jetzt nicht per se ungesund. Ich rede aber hier von der Ernährungsmedizin. Und bestimmtes Fleisch sollte man essen und natürlich weglassen. Und natürlich Gifte meiden, Gifte meiden, Gifte meiden. Und ich habe gerade leider, es weiß ich auch nicht, was ich jetzt noch sagen soll, auch vom Bio-Obstanbau gesprochen. Ja, sorry. Ich weiß das selber nicht, was ich machen soll. Ich esse es halt trotzdem. Das tut mir leid. Da muss man halt dann gleichzeitig entgiften. Entgiften, entgiften mit den ganzen Maßnahmen, die ich ja schon erklärt habe. Und wir haben in unserer Akademie jetzt sogar ein ganzes Themengebiet Entgiftung für nächstes Jahr geplant. Da werde ich das nochmal alles ganz genau erklären. Ich habe heute Morgen mit meiner geschätzten Kollegin telefoniert, ich nenne jetzt nochmal keine Namen. Die hat mir gesagt, sie möchte jetzt eine Gelatininfusion geben mit dem Patienten. Da habe ich gesagt, was nimmst du denn da? Ja, dann nehme ich Dimaval. Ja, Dimaval, schön. Und wie machst du das? So macht man das nicht. Dann nimmt man, ich habe Tausende und Abertausende von Gelatierungsinfusionen in allen möglichen Variationen gegeben, bis dato. Und da habe ich gesagt, nee, dann nimmst du ein EDTA mit Magnesium und mit Kalium und dann nimmst du Vitamin B12 dazu und dann nimmst du ein Glutathion dazu und Vitamin C und dann macht man das so und so. Und ich erklärte das dann mal und zeigte das mal. Okay? Es ist nämlich nicht einfach. Und auch mit der oralen Entgiftung. Und auf die kommt es ja an. Und die ist extrem wichtig für uns. Und da gibt es so viele Sachen, auf die man achten kann, darf, sollte. Und dann kommt man hier auch ganz gut mit zurecht. Und auch die antivirale Behandlung, antivirale Behandlung, antivirale Behandlung, kann ich auch nicht mehr nur sagen. Wichtig, 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 haben wir auch ein extra Thema nächstes Jahr in unserer Akademie. Da gehe ich nochmals ganz genau drauf ein. Natürlich nicht nur auf die Therapien, sondern auf alles einfach, auf alles. Ja? Das sind riesen Themengebiete und dann meinen manche Leute, ja, ich weiß das schon, dann nimmt man Lysin, haha und tralala. Oder die anderen sagen, ja gut, dann nehme ich dann irgendwelche Kräuter. Hey, so einfach ist das nicht, weil ich sehe es ja im Labor. Ich schaue mir ja die zum Beispiel Epstein-Barr-Viren an, akut und latent und auch Antikörper und etc. pp. Wir haben, glaube ich, 16, 18... 20 verschiedene Epstein-Barr-Werte, die man allein da ankreuzen können im Labor, in unserem Labor. Ich sehe genau, was Sache ist und wie die Therapien anschlagen. Und natürlich Obst und Gemüse, ja, wie gesagt, muss man trotzdem essen, weil Obst und Gemüse per se antiviral wirkt oder jedenfalls gegen Viren, nicht für, also, ja. Das, und dann gibt es noch vieles weitere. Ja, also ich gehe jetzt nicht auf die einzelnen Therapien ganz genau ein. Da habe ich auch übrigens schon genügend YouTube-Videos hier gebracht, in der antiviralen Therapie, auch für die Entgiftung. Aber richtig darauf eingehen, also als richtigen Lehrgang, als richtigen Kurs, mache ich das nächstes Jahr in unserer Akademie. Da freue ich mich schon sehr drauf. Kannst gern unten schauen. Unsere Akademie, ein Herzensprojekt von mir und von meiner Frau Marie. Und ein Herzensprojekt von mir, in der Planung, in meinem Kopf schon seit 16, 17 Jahren. Also mit diesen Worten möchte ich mich verabschieden und bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast was lernen können und ich habe dein Bewusstsein ein bisschen erweitern können. Vielleicht hast du genau zugehört, vielleicht. Und abonniere gerne diesen Kanal, falls du es noch nicht gemacht hast. Und gerne empfehle ihn weiter, weil ich finde, dieses Wissen ist wichtig, was ich hier erzähle. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.